Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo, willkommen zum Weiterspielen, dem Format, in dem ich euch Spiele vorstelle und euch und mich dann frage, ob ich diese weiterspielen soll. Heute mit einer illustren Zirkusmusik, denn wir schauen uns The Amazing American Circus an. Das ist ein Spiel, das ich zur Verfügung gestellt bekommen habe. Herzlichen Dank an der Stelle. Entwickler ist Klabata und Juggler Games und Publisher ist Juggler Games. Die sagen mir gar nichts. Habe ich bisher noch nichts von denen gespielt. Die Reviews sind relativ, für Steam würde ich sagen, nicht ganz so geil. Nämlich nur auf 68%, das ist ausgeglichen. Ich glaube, ab 70 wird's dann, gibt es den nächsten Step. In der, ist dann gut, glaube ich, oder wie es heißt, bei Steam. Und es gibt erst 96 Reviews, das heißt unter 100 Reviews, das heißt, das Spiel ist generell nicht so der Knaller gewesen, nicht so mega gut angekommen. Und ich mag es aber, ich mag's mögen, das klingt ein bisschen dumm, aber diese Art von Spiel finde ich mega interessant. Es ist aber sehr sperrig und es ist gar nicht so easy, da reinzukommen. Ich habe jetzt schon einige Zeit damit verbracht. Schauen wir mal gleich rein ins Spiel. Ich habe schon einige Zeit damit verbracht, es kennenzulernen. Und ich habe es immer noch nicht hundertprozentig gecheckt, muss ich sagen. Gar nicht so easy. Schauen wir einfach mal rein. Ich starte in ein neues Spiel. Genau, vorher schauen wir uns noch die Extras an. Da gibt es Filmchen. Das ist Musikfilmchen, aber ich mag nicht, dass wir dann auch noch einen Striker sehen. Abenteuer beginnt und auf dem Heimweg. Das werden wir uns alles noch anschauen. Optionen, wir haben die Animationsgeschwindigkeit, Musik, Soundeffekte, Vibrationen. Es ist auf Deutsch. Den ganzen Beginn war es nur auf Englisch und dann war es auch nochmal schwerer, das zu checken. Das ist auf Deutsch nämlich schon gar nicht so easy. Gut, dann gehen wir einfach mal auf ein neues Spiel. Überschreibt mal den Spielstand. Das ist okay. Ja, wollen wir überschreiben. Und wir haben als Möglichkeit, entweder den Standardcharakter zu nehmen oder einen benutzerdefinierten. Da kann man einfach ein Bild hochladen, kann man ein Bild von sich hochladen. Was ich cooler fände, wären einfach mehrere Porträts zu haben. Vielleicht werden die mit der Zeit freigeschalten. Ich weiß es nicht. Benutzerdefiniert ist halt, wenn ich ein Bild von mir hochlade, das zerstört irgendwie die Immersion. Valvoric, das steigert die Immersion und ich gehe auf Ja. Möchtest du den Prolog und das Tutorial spielen? Normal nein, aber diesmal ja. Diesmal ja. Diesmal wollen wir. Bounty Terrain. Look at my nephew. Grim is the Reaper. Got some bad news, he did. He hopped on a train, cause, you see, his dad just kicked a bucket. His ma is, still mourning her husband, I suppose. I'm not too happy either. Arthur and I was brothers after all. His dear, dead daddy. The owner of the miserable Jones Circus. I bet young Jones has no plans to take over. But could there be a way to change his mind? I wonder. Das heißt, unser Vater hat ins Gras gebissen und wir haben einen Zirkus geerbt. Und die Frage ist, wollen wir das? Können wir das? Sind wir überhaupt fähig dazu? Wir haben schon kurz die Artisten gesehen, die sich da auch am Grab getummelt haben. Dann gibt's so eine kleine Story mit dem Onkel und der Mutter. Aber das werde ich einfach überspringen. Das ist nicht wirklich relevant, was die so labern. Gerade am Anfang. Das ist echt nicht relevant. Man hat auch nicht wirklich eine Entscheidungsmöglichkeit, die sich auswirkt. Also von dem her mache ich einfach schnell. Wir sehen hier den Zirkus, das Zirkuszelt quasi.
Und jetzt wird's spannend, denn darum geht's. Wir leiten einen Zirkus. In diesem Zirkuszelt haben wir drei Artisten zur Verfügung und diese Artisten müssen das Publikum beeindrucken, damit richtig Geld in die Kasse reinkommt. Ich kann es leider nicht größer machen, das heißt, ich werde wahrscheinlich im Laufe des Spiels immer weiter so nach vor wandern. Ja, sehr schade, dass man einfach nicht die Schriftart größer machen kann. Die ist sehr klein und es macht es nicht unbedingt easier, das Game zu checken. Das sind die Artisten, bis zu drei können in einer Show auftreten. Das ist das Publikum, das darauf wartet, unterhalten zu werden. Es wird nicht einfach werden, denn jeder Zuschauer hat verschiedene Fähigkeiten und Aktionen, die dir die Arbeit erschweren. Das Publikum ist böse. Hier sind deine Karten, sie repräsentieren die Kunststücke deiner Artisten. Dies ist deine Vitalität, die sich zu Beginn jeder Runde zurücksetzt. Jeder Artist erhöht sie um 1. Jeder aktive Artist erhöht sie um 1. Das heißt, wenn man drei Artisten hat, hat man 3 Vitalität und kann dementsprechend Fähigkeiten ausspielen. Hier zum Beispiel, das kostet 1 Vitalität. Und wenn man jetzt 3 von diesen Karten ausspielt, dann ist die Vitalität bei 0 und dann muss man quasi refreshen. Achte auf den Kartentyp, diese reduzieren die Langeweile des Zuschauers mit Eindruck. Dein Ziel ist es, beim Publikum Eindruck zu machen und es in Entzücken zu versetzen. Genau, diese 4 Eindruck hier würde man machen. Bei dem Onkel Jack zum Beispiel, der hat 6 Resistenz, nenne ich es jetzt einfach mal. Ist ein bisschen komisch. Das Publikum ist einem negativ gesonnen und muss erstmal diese 6 Resistenz quasi abbauen, um dann einen zu feiern. Und mit dem 4 Eindruck würde man schon mal gegen diese 6 Resistenz ankämpfen. Der Name der Karte. Die Karte kostet Vitalität, haben wir gerade besprochen. Das Ausspielen einer Karte verringert deine Vitalität und den Wert. Die Karte wiederum stellt dar, wie die Karte beim Ausspielen der finale Leistung beeinflusst wird. Die Funktion wird später erklärt. Genau. Und hier sind die detaillierten Beschreibungen, was die Karte bewirkt. 4 Eindruck und stapelt einen Jonglierball. Einige der Karten haben Effekte, die nur unter bestimmten Umständen aktiviert werden können. Um die Details der Effekte herauszufinden, klicke sie mit der rechten Maustaste an. Genau, und dann sehen wir hier die Jonglierbälle zum Beispiel. Die werden gestapelt. Sammle Jonglierbälle, indem du bestimmte Jongleurkarten ausspielst. Verwende sie, um bestimmte Jongleurkarten zu verstärken. Und stapeln. Informationen über den Wert der Effekte, die der Charakter nach dem Ausspielen der Karte erhält. Sowohl Artisten als auch Zuschauer können von vielen verschiedenen Effekten beeinflusst werden. Details der Effekte findest du auf der Karte oder in der Beschreibung der aktiven Fähigkeiten. Genau, dann machen wir weiter. Wende nun die markierte Karte und richte sie auf den gewählten Zuschauer. Gut. Dann machen wir diese hier, die wird gehighlightet, das heißt, wir können nur die machen. 4 Eindruck und stapelt einen Jonglierball. Und wir sehen hier schon, da geht es nicht, da ist ein roter Pfeil. Das, wo es hingeht, das wird eh schon gehighlightet. 4 Eindruck, das heißt, der müsste jetzt bei 2 am Ende sein. 2 von 6. Hoho, da lacht er, der Onkel. Wenn du diese Runde beendest, werden die Karten aus der Hand auf den Ablagestapel gelegt. Danach führt das Publikum seine Aktion aus. Ablagestapel ist das mit dem Totenkopf drauf. Und der Plan des Publikums ist es jetzt zu verhöhnen. Nämlich 2-mal Verhöhnung und das soll auf den hier gehen, auf den in der Mitte, auf den Buschmann. Eigentlich hätten wir noch Vitalität, eigentlich könnten wir noch was spielen, aber das Tutorial sagt, nee, klicke hier, um die Runde zu beenden. Dann machen wir das und er verhöhnt und da wird auch nochmal verhöhnt und der arme Typ hat jetzt Lebenspunkte verloren, unser Buschmann in der Mitte. Verhöhnung vom Publikum senkt den Fokus deiner Artisten. Um deine Artisten
Vor den sinkenden Fokus zu schützen, verwende Karten, die die Fähigkeit verleihen, die Angriffe zu ignorieren. Achte auf die geplante Aktion des Publikums und stelle fest, wer Schutz braucht. Jetzt zum Beispiel würde der Clown verhöhnt werden, das heißt, es bräuchte da Clownschutz. Denke dran, die Fähigkeit ignorieren wird zu Beginn jeder Runde zurückgesetzt. Das heißt, man kann nicht massiv aufbauen, das ignorieren. Also es gibt schon eine Karte, die das kann, aber standardmäßig geht das nicht. Karten haben verschiedene Effekte, zum Beispiel ziehen. Bringt dir neue Karten, Gunst und Schwächen, aktiviert spezielle Effekte bei einem Charakter und einige Effekte erneuern Fokus. Du kannst dir die Details der Effekte ansehen, indem du rechtsklick, draufklickst, Stapeln, Jonglierbälle, das kennen wir ja schon, ein Tsunami. Man ignoriert quasi einen Angriff, das heißt in dem Fall sollten wir dieses Ignorieren auf den Clown sprechen, denn der soll ja attackiert werden. Und wir sehen auch schon X ignorieren und es wird einfacher, wenn wir über irgendjemanden drüber scrollen. Beim Clown zum Beispiel sehen wir jetzt, aha, 12 ignorieren und das sollte perfekt ausreichen, denn wir haben 2, 3, wir sollten 5 Damage reinkriegen und halten 12 ab. Wenn der Fokus eines Artisten 0 erreicht, also das hier, wird eine seiner Karten aus dem Deck verworfen. Danach wird sein Fokus zurückgesetzt. Wenn ein Artist alle seine Karten verliert, wird er aus der Show entfernt. Zusätzlich verringert sich deine Vitalität um 1, weil wir nur noch 2 Leute haben. Sofern noch klar, passt es noch bei euch? Seid ihr noch mit dabei oder seid ihr schon am Aussteigen? Ja, es ist wirklich sehr viel am Anfang, finde ich. Und es wird noch mehr. Aber wir kriegen das hin. Gut, dass ich schon mal gespielt habe, so habe ich einen groben Plan. Genau, das heißt, er hat 5 Karten. Er würde dann eine verlieren, hätte dann Nummer 4. Ich weiß nicht, ob man die zurückkriegt am Ende der Show oder nicht. Aber man wird es merken. Wenn du alle deine Artisten verlierst, endet die Show mit einem Misserfolg. Alles klar. Wenn die Artistenkarte verworfen wird, darfst du entscheiden, welches ist. Genau, dann kann ich überlegen, welche ich loswerden möchte. Symbole über der Karte zeigen dir, wo sich die jeweilige Karte gerade befindet. Das eine ist der Abwurfstapel. Das ist wahrscheinlich die Hand und das andere ist der Nachziehstapel, tippe ich einfach mal. Genau, da haben wir den Ablagestapel. Okay, dann wir hätten zwar wieder Vitalität, aber hey, machen wir einfach die nächste Runde. Warum denn auch nicht? Ja, sehr schön. Die haben das abgehalten und der Clown hat keinen Schaden bekommen. Wenn alle Karten in diesem Deck aufgebraucht sind, wird der Ablagestapel neu gemischt und zu einem neuen Deck. Das hat allerdings einen Preis. Wenn neu gemischt wird, verlieren alle Artisten 5 Fokus. Das heißt, in dem Fall unser farblich pigmentierter würde dann auf 0 kommen und würde dann eine Karte verlieren. Okay, das wird gehighlightet, 2 Eindruck und stapelt einen Jonglierball, das machen wir mal, dann wird sie da hinten aktiv werden, jongliert, macht ein Feuerwerk und der Onkel setzt sich hin und sagt, oh, geile Show, ich genieße jetzt mein Bier und bin nicht mehr so aggro drauf. Jede Karte, die du ausspielst, hat Einfluss auf die finale Leiste, das ist dieses blaue hier. Der Wert der finale Karte kann positiv, neutral oder negativ sein. Achte auf die Reihenfolge deiner Aktionen und verpasse keine Chance, das Finale durchzuführen. Finale, wow. Die Leiste ist voll aufgeladen, führe das Finale durch. Tada, da haben wir als 15 Eindruck für einen zufälligen Zuschauer. Und das ist doch perfekt, weil die Mutter hier noch ein bisschen griescremig reinguckt und noch nicht so wirklich begeistert ist. Dann machen wir die doch mal richtig happy. Haha, da freut sie sich. Und die Artisten auch. Die jubilieren und sagen, geile Show. Bla 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 bla, das können wir wieder überspringen. Klingt interessant. Na und, machen wir interessant.
Und wir springen wieder. Bla 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 bla. Es ist echt sehr viel zu lesen. Wenn ich das auch noch vorlesen würde, wäre ich heiser für 10 Tage. Und wir könnten gar nichts feststellen, gar nichts mitbekommen. Dies ist eine Karte, auf der du wählen kannst, welche Städte du besuchen möchtest. Orte sind durch Fahrbahnen voneinander getrennt. Eine Reise kann aus bis zu drei Fahrbahnen bestehen. Klingt ein bisschen seltsam, vielleicht ein bisschen doof übersetzt. Fahrbahn? Entdecke mit einer Lupe neue Städte und Schaltflächen für Quests. Bedenke aber, dass du für jede Nutzung bezahlen musst. Also das hier zum Beispiel wäre noch nicht frei, noch nicht aufgedeckt. Das hier drüben schon. Wähle Seattle als dein nächstes Ziel. Seattle. Wie ich es so schön liebevoll nenne. Wir sind hier zu Hause, wo auch immer dieses Zuhause ist. Und ab geht's nach Seattle. Wir haben als Publikum Bergarbeiter. Holzi, Holzi ruft Seattle, denn Holz ist einer seiner wichtigsten Ressourcen. Aber es gibt auch andere Rufe in der Stadt. Viel weniger stolz, viel weniger edel. Ja. Auch wieder sehr klein geschrieben. Deine Artisten müssen essen. Bevor es losgeht, kannst du die Vorräte für deine Reise planen. Die Anzahl der Städte, an denen du auf deiner Reise vorbeikommst, bestimmt die Anzahl der benötigten Mahlzeiten. Das heißt, wir kommen an einer Stadt vorbei und benötigen eine Mahlzeit. Verfügbare Gerichte sind hier aufgelistet. Das gewählte Essen wirkt sich auf deine Artisten aus. Dies spiegelt sich in deinen drei Parametern wider. Sind sie hoch genug? Schalten sie positive Effekte frei? Gunst? Erreichen sie einen niedrigen Wert? Werden stattdessen Schwächen ausgelöst? Hier siehst du, wie bestimmte Gerichte sich auf die Parameter auswirken. Wähle ein Gericht und ziehe es auf einen verfügbaren Slot. Und ich muss gleich sagen, diese Mechanik hätte es nicht gebraucht. Ich habe mir noch nicht die Reviews angeschaut, aber gut möglich, dass das auch ein bisschen an dem Parameter liegt, weil es ist so auch schon komplex genug. Da braucht man nicht das mit der Mahlzeit auch noch. Weil das sind nochmal Parameter, die da dazu kommen. Aber okay, es ist halt drinnen und wir schauen es uns mal an. Wir haben gekochte Kartoffeln, die gibt es diesmal zum Essen. Das ist das Einzige, was wir mit haben in unserem schäbigen Wagen. Die senken die Zufriedenheit um 1, sie erhöhen die Gesundheit um 5 und sie reduzieren die Ernährung um 2. Wir starten bei 0 und wenn wir nichts machen würden und hierher reisen, wird sich alles um 3 reduzieren. Bedeutet, die Zufriedenheit wäre negativ, erhöht den Eindruck aller Artisten zu Beginn jeder Show um 3. Also das wären dann eigentlich Schwächen, die entstehen würden. Bewirkt, dass eine Gunst schneller verschwindet. Verringert den Eindruck aller Artisten zu Beginn der Show um 3. Verringert die Anzahl der Karten, die alle Artisten während der Show benutzen, um 1. Verringert die Fokuskapazität aller Artisten um 2. Und Kuriositäten können während der Show nicht eingesetzt werden. Genauso verringert den Finalewert aller Karten um 1. Das würde passieren, wenn wir jetzt quasi nicht was essen würden. Das Essen stellt diese Werte wieder her. Ist hauptsächlich gut für die Gesundheit. Und bringt die auf 5. Bin mir jetzt nicht sicher, hier zum Beispiel die Kuriositäten, zu denen kommen wir gleich, was die sind, aber die können nicht eingesetzt werden. Es ist die Frage, ab wann, ab welchem Wert? Sobald es ins Negative geht oder sobald es minus 5, minus 10, was auch immer ist, weiß ich nicht. Werden wir feststellen. Das heißt, wir mampfen mal das Essen, gehen auf Reisen. Und fahren nach Seattle. I'll be mighty surprised if it all doesn't turn out all right. His father was big in America once. Oh, we both were. The adventure of a lifetime awaits young Mr. Jones and his crazy troop. God, to be young again. Anything can happen in the Wild West, but I'm sure he'll be just fine.
The path to becoming the greatest American showman is going to be quite challenging. The Amazing American Circus. Whoop, whoop. So, we're your employees now, huh? Und es geht weiter mit Story. Bla, 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 bla. Okay, ich komme mit, möchte Uncle Jack. Und wir sagen, Gottes Willen, ich wusste es, oder ist das eine gute Idee? Sagen wir, ich wusste es. Und bla, 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 bla. Okay. Es geht weiter mit Tutorials, denn überall, wo wir jetzt hinklicken, eröffnet sich wieder ein kleines Tutorial. Wir können ins Journal schauen, da haben wir Quests mit aktiv und inaktiv, Stichwörter, Publikum und können uns dann so die verschiedenen Leute anschauen. Da gibt es ja echt krass viele. Eieiei, okay, die Mutter kennen wir und den Onkel Jack, aber mein Gott, da gibt es aber einige heftig. Heftig. Karten. Clown. Ein Huhn. Dompteur. Quacksalber. Akrobat. Kraftprotz. Geil. Okay, nice. Auch richtig. Was los hier? Richtig viele Dudes so zum Sammeln. Okay, nice. Das ist schön. Also, das zeigt schon so ein bisschen, dass da einiges los ist in dem Spiel und einiges möglich ist. Und es ist schon interessant. Aber okay, schauen wir mal ins Zirkuszelt, denn das ist gerade verfügbar. Mit dem Zirkusplakat kannst du deine Shows planen. Genau, machen wir mal weiter. Hier kannst du entscheiden, welche Artisten du auf die Bühne schickst. Du kannst bis zu 3 gleichzeitig auswählen. Shows sind in bis zu 3 Darbietungen aufgeteilt. Hier sind Kuriositäten nützlich. Ihre Aufgabe ist es, zu Beginn einer bestimmten Darbietung einen Spezialeffekt auszulösen. Die Anzahl der Plätze für Kuriositäten auf dem Zirkusplakat zeigt an, wie viele Darbietungen die Show hat. Und es besteht die Möglichkeit, dass deine Artisten nach der Show Effekte erhalten, Gunst und Schwächen, sowie besondere Karten, Fluch, Segen. Wenn du bereit bist, drücke die Schaltfläche, um dir das Zirkus-Ticket anzusehen. Genau, jetzt haben wir das. Und jetzt können wir die Performances reinballern und können sagen, der Clown kommt mit, genauso wie der Kamal. Und die Lady kommt auch mit. Bei den Kuriositäten haben wir einen Echsenmenschen, der für extra Eindruck sorgt. Den schieben wir auch da rein. Dachte zuerst, dass es was Negatives ist, weil er halt echt böse reinguckt. Aber ist cool. Cooler Dude. Und die 15 Eindruck mit dem Drahtseil, mit dem Einrad, wie man vorher gesehen hat, die Lady, die da drüber rollt, die ist dann das tolle Finale. Dann passt das so. Wir haben alles ausgefüllt. Die Reihenfolge ist, glaube ich, relativ egal, aber das weiß ich nicht. Ich gehe mal auf Ticket. Man kann nie wissen, wie viele Zuschauer kommen werden. Deshalb ist es so wichtig, sich um die geschäftliche Seite deiner Show zu kümmern. Hier sind die erwarteten Einnahmen durch die Show. Wenn sie erfolgreich wird, bekommst du Geld. Die Summe sollte irgendwo zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Wert auf der Leiste liegen. Deine Einnahmen sinken, wenn du während der Show einen Artisten verlierst. Mhm. Wenn du willst, kannst du das Risiko eingehen und die erwarteten Einnahmen erhöhen. Dadurch ändert sich der höchste und der niedrigste Wert proportional. Je höher das Risiko, desto größer die Belohnung. Ja, das kennen wir doch. Wenn du es dir leisten kannst, kannst du in Werbung für die Show investieren. Das verringert das Risiko und bietet die Chance, mit einer erfolgreichen Vorstellung noch mehr zu verdienen. Mhm. Genau, und jetzt haben wir das hier. Wir sehen 500 bis 500, das ist ziemlich basic. Das heißt, wir bekommen $500, wenn alles klappt, wenn alle 3 Dudes von uns überleben. Jetzt wäre es so, dass wir 450 bis 550 bekommen würden. Drunter geht es übrigens nicht.
Und kann man natürlich die Range dann so erhöhen und könnte sagen, hier, wenn es super läuft, dann kriegen wir $1000, wenn es ganz scheiße läuft, könnten wir $0 kriegen und könnten das Ganze zum Beispiel dann noch ein bisschen verfeinern und könnten sagen, hier Plakate, Paraden und Werbung und dann wissen wir, wir haben 90 ausgegeben und wir kriegen auf jeden Fall 600 bis 1000 US-Dollar. Das heißt, da hätte man das Maximum rausgezogen, weil wir so eine krasse Show bieten und hätten auf jeden Fall eine schöne Belohnung daraus gezogen, sage ich jetzt mal. 700 bis 900, 750 bis 850, 800 bis 800 wäre eigentlich auch eine Idee, oder? Wenn wir auf jeden Fall 800 rauskriegen, 90 ausgeben für Werbung und so weiter und dann halt noch zusätzlich für unsere Akteure. Komm, probieren wir es einfach mal. Es ist die erste Show. Let's rock. Da haben wir gerade den nächsten Menschen gehabt, der hat leider keine besondere Darbietung, aber was sich hier durch ihn erhöht, ist der Eindruck um 3. Wir haben als böse Buben, als die Gemeinen, die im Publikum sitzen, diesmal zwei Bergarbeiter, die haben 15 Resistenz. Ich weiß nicht, ob der Wert schon benannt wurde hier, diese 15. Aber ich sage jetzt einfach mal Resistenz und die wollen den Mann in der Mitte ordentlich verhöhnen. Ihr Ziel ist es, verringert die gewählte Fähigkeit des Artisten Eindruck zu machen und Verhöhnung wollen sie auch machen. Boah, meine Augen tun weh. Nehmen gerade das dritte Weiterspielen in Folge übrigens auf, deswegen bin ich schon ein bisschen fertig. Aber ich wollte euch das auch noch auf jeden Fall bringen. Blicke euch die Webcam ausmache. Aber egal, machen wir einfach nochmal weiter. Gut, das heißt, die wollen den in der Mitte angreifen und wir könnten jetzt mit ignorieren quasi sagen, nö, der darf nicht Opfer von Verhöhnung und Verspottung werden. Wir haben jetzt die freie Auswahl und können jetzt entscheiden, welche Karten wir spielen. Wir haben hier diese drei Vitalität, die zustande kommen, weil wir drei Artisten haben. Wir haben die 0 Finalwert, weil wir haben noch keine Karte rausgespielt. Wenn wir da 20 erreichen, dann können wir diese Frau auf dem Einrad aktivieren. Und wir haben hier unsere Karten, die wir spielen können. Von der Frau haben wir 3, dann haben wir noch eine von dem Mann in der Mitte und vom Clown haben wir auch noch eine Karte. Okay, zusätzlich eine Hand ziehen, das würde uns 0 Vitalität kosten, aber 4 bringen an Finalwert. Ich würde sagen, das machen wir einfach mal. Von ihr haben wir eigentlich schon genug Karten. Mal schauen, ob wir eine Clownskarte irgendwie rausbekommen, wenn wir das auf ihn spielen. Nee, okay, irgendeine Random-Karte, okay, dann scheint es egal zu sein, worauf wir das spielen. Okay, gut. Und wir haben schon 4 Finaleindruck geschafft. Wirkt auf alle 1 Eindruck pro Karte auf der Hand. Das kostet uns allerdings 2 Vitalität. Und wir sehen, wirkt auf alle 4 Eindruck. Das würde passieren, wenn wir diese Karte spielen. Minus 1 zu dem Finalwert. Die nächsten 3 Karten haben 3 Eindruck, haben 3 Finale, okay. 4 Eindruck stapelt einen Jonglierball, entfernt alle Jonglierbälle, 4 Eindruck für jeden entfernten. Jetzt würden wir quasi, wenn wir das spielen würden, dann würde es 0 Eindruck geben, weil wir jonglieren noch nichts, die steht doch gechillt da und macht doch gar nichts. 4 Eindruck stapelt Jonglierbälle, 5 ignorieren stapelt Jonglierbälle, er wird attackiert 5-mal, der in der Mitte. Das heißt, ich würde gerne ignorieren machen und das auf ihn spielen. Wir sehen hier, der Regenschirm, der breitet sich auf. Das heißt, 5 Schaden werden zunichte gemacht. Das sollte dann sich gut ausgehen. Jetzt haben wir noch 2 Vitalität. Das heißt, wir können noch eine Karte mit 2 spielen oder 2 mit 1.
entfernt alle Jonglierbälle. Jetzt hätte sie schon Jonglierbälle. Das heißt, wir würden 4 Eindruck machen, weil sie einen Jonglierball hat. 4 Eindruck, stapelt einen Jonglierball. Ich glaube, ich mache einfach weiter damit. Die nächsten 3 Karten haben wir ins Finale. Das wäre natürlich auch eine Idee, weil viel geht sich eh nicht mehr aus. Wirkt auf alle 1 Eindruck pro Karte auf der Hand. Oder das halt. Wirkt auf alle 3 Eindruck pro Karte auf der Hand. Für die 3 Karten dann, oder? Dann könnten wir aber nichts mehr machen, oder? Wir machen diese beiden. Machen wir die beiden. Die nächsten 3 Karten haben 3 Finale. Bing! Jetzt haben wir 7 Finale und danach haben wir 9 und eigentlich sollte man doch durch diese haben 3 Finale noch mehr kriegen, oder? Anyway, das habe ich nicht ganz verstanden, warum wir jetzt nur auf 9 sind. Aber okay, jetzt ist das Publikum erstmal dran. Buh. Oh, da ist er mies drauf. Gemütslage. Ändert Eindruck um 1, erhöht sich am Ende der Runde um 1 bis 0 erreicht ist. Okay. Wer lassen die Bauern da rein mit ihren Schaufeln eigentlich und ihren Spitzhacken? Was ist denn das für ein Zirkus? Ja, verrückt. Okay, 11 und 15 haben wir da noch. Okay, die hat 2 Jonglierbälle. Er geht überhaupt mega ab. Gemütslage, doppelter Eindruck und finale Aufladung ändert die finale Karten der nächsten 3, die der Artist ausspielt, die dieser Artist offenbar ausspielt. Das heißt, wir müssten Clownskarten ausspielen. Oh, 7! 7 Finalwert. 1 ignorieren für jede in der Vorstellung verwendete Karte mit ignorieren. Das heißt, eine haben wir bisher ausgespielt. Das heißt, es wäre ein ignorieren. Aber fette 7. Fette 7 wären am Start für die Finalleiste. Verringert die Vitalitätskosten der Karten auf der Hand um 1. Boah, das ist aber okay. Dann kann ich mir aber trotzdem nichts leisten. mischt 5 zufällige Karten vom Ablagestapel ins Deck. Ne, braucht man nicht. Wirkt auf alle X ignorieren, wobei X das Doppelte von der Anzahl der Karten auf der Hand ist. Das heißt 8 ignorieren. Auf alle. Das ist nicht schlecht, denn es werden 2 Leute attackiert oder einer wird verhöhnt und die andere wird attackiert. Das heißt, das wäre gar nicht so verkehrt, wenn wir das machen. Dann wird der Mann in der Mitte mal die Regenschirme ausbreiten und sich ein Messer in den Rachen stopfen. Warum auch nicht? Und 2 Eindruck und wir stapeln Jonglierbälle. Das machen wir auch noch. Da, die hat schon 3 Jonglierbälle. Der eine ist schon so ein bisschen beeindruckt, die anderen noch nicht so wirklich. 2 ignorieren. Ja, warum nicht? Warum nicht? Ignorieren für jede Vorstellung verwendete Karte. Und dann machen wir das, weiß ich nicht, für ihn von mir aus. Denn wir haben zwar jetzt nur 2 ignorieren, aber das richtig Geile daran ist, tada, das Finale ist aktiv. Oh, nice. Und das hat genau den einen getroffen, den wir noch nicht beeindruckt hatten. Das heißt, der hat sich auf einmal hingesetzt, alle 15 zack weg und er setzt sich hin und ist vollends zufrieden. Ja, Finale ist vielleicht ein bisschen blöder Ausdruck, denn Finale ist für mich etwas Abschließendes und in dem Fall ist es einfach nur eine Zwischendarbietung. Wir gehen auf die nächste Runde. Haben noch einen Bösewicht. Der hat die Lady attackiert. Wir haben aber Verteidigung gehabt. Ich weiß nicht, warum sie jetzt trotzdem
auf negativer Gesundheit ist als vorher. Sie hat nämlich 2 Gesundheit verloren. Und eigentlich hatte sie doch ein Schild. Also sie hatte doch diesen Regenschirm, der eigentlich was abblockt. Na gut. Ihr merkt's, alles habe ich noch nicht verstanden. Feuerfurz, das klingt doch mal gut. Mischt die Karten von der Deck ins Hand. Von der Deck ins Hand. Eine Karte für jede gemischte Karte ziehen. 6 für Finalwert, kostet 1. Der Feuerfurz. Noch ein Witz gefällig. 3 Eindruck. Extra Verhöhnung. Stapelt minus 2. Auch das etwas, was ich nicht ganz checke. Diese Verhöhnung. Ich kann das Publikum verhöhnen. Das klingt erstmal nicht so ganz gesund. 3 Eindruck ist natürlich was, was nicht verkehrt ist. Da würden wir den Eindruck schön, also den Widerstand hier schön reduzieren von dem Bergarbeiter. X Eindruck, wobei X und die gehandelte Vitalität aller Karten auf der Hand ist. Das heißt, das würde 5 Eindruck bringen. Auch nicht schlecht. Er verhöhnt die Frau und wirkt auf alle 1 Eindruck pro Karte auf der Hand. Das heißt 4 Eindruck. Da wird es wie gesagt 5 Eindruck geben. Dann spielen wir die mit den 5 Eindruck. Er rammt sich die Messer ins Auge und dem Bergarbeiter gefällt's. Na dann. Und wir haben noch eine Vitalität. Und der hat doch 4 Leben. 8 Eindruck. Das heißt, damit machen wir es fertig. Noch ein Witz gefällig. Und der Witz beendet die Vorstellung. Und da jubeln sie. Der Vorhang geht zu. Und wir haben einen tollen Erfolg. Glückwunsch, du hast deine erste Show beendet. Yay. Deine Artisten werden für jede Show mit Erfahrungspunkten belohnt. Stufenaufstiege deiner Mitarbeiter schalten neue Karten frei oder verbessern die bereits vorhandenen. Es besteht immer die Möglichkeit, dass deine Artisten nach der Show Effekte erhalten, Gunst und Schwächen sowie besondere Karten, Segen und Flüche. Und zu guter Letzt kannst du hier sehen, wie profitabel deine Show war. Denk daran, dass die Verluste von Artisten während der Vorstellung sich auf deine Einnahmen auswirken. Ja, wir haben fett Kohle gemacht. Schön Geld gescheffelt hier. 800. Ein bisschen Marketing hat es uns gekostet, aber offenbar gar nicht so viel Geld gezahlt an unsere Artisten. Okay. Scharlatan verringert die Fokuswerte aller Karten des Artisten um 3. Das ist natürlich nicht so geil. Und das hier, die Bandage, was auch immer das ist. Mische eine zufällig verworfene Karte ins... Was? Auch kann man das vielleicht noch kleiner machen? Mische eine zufällig verworfene Karte ins Deck verschwindet. Hä? Was? Okay, warum muss man das so klein schreiben und dann auch noch mit irgendwie verzieren rundherum, dass man noch weniger lesen kann? Was soll denn das? UI-mäßig machen die keinen guten Job. Muss ich leider sagen. Na gut. Plakate, Paraden, Werbung, die kosten offenbar im Moment kein Geld, also kein Auftrittsgeld. Vielleicht monatlich, aber kein Auftrittsgeld. Okay, wir haben jedenfalls Erfahrung bekommen. 52 haben die jetzt alle von 150. Erfolg und irgendeine Karte haben wir halt da und der hat auch irgendwas. Gut. Ist übrigens zufällig, randommäßig, auch schon am Anfang, das finde ich ganz geil. Sprich, ich hatte jetzt andere Karten zur Verfügung als beim letzten Mal. Diesen Feuerfurz zum Beispiel, den hatte ich vorher nicht. Den gab es jetzt neu. Okay, dann haben wir hier jetzt endlich nach 40 Minuten alles hier freigeschalten, was wir machen können. Aber es ist immer noch nicht vorbei mit den ganzen Tutorials. Da kommt noch was. Schauen wir uns mal die Karte an.
Das hier sind diese drei Fahrbahnen oder wie sie es genannt haben, glaube ich. Wir haben nämlich eine Fahrbahn nach Portland, eine nach Walla Walla und eine zu einem Fragezeichen. Wir könnten dieses Fragezeichen aufdecken. Kostet uns $75. Machen wir das einfach mal. Möchtest du den Bereich wirklich aufdecken? Ja, wollen wir. Spokane. Das hat sich jetzt freigeschalten. Denn man muss es freischalten, um es bereisen zu können. Also da hier können wir schon überall hin. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch nach Carson City reisen. Aber wir haben schon gesehen, das würde einige Mahlzeiten kosten und ist vielleicht am Anfang gar nicht so clever, erstmal alles zu überspringen. Aber boah, wenn man da runter scrollt, ein Loch Ness Monster gibt es auch noch, ein Kraken etc. Da seht ihr schon, da gibt es einiges. Also wir könnten nach Dallas reisen und wer weiß, was noch alles freigeschalten wird. Richtig nice. Und da gibt es auch noch tausende Abzweigungen, die wir erst entdecken müssen. Das heißt, wahrscheinlich müssten wir jetzt zum Beispiel nach Helena, damit sich da wieder etwas Neues auftut, wo wir dann hin können. Gut, dann haben wir die Karte gehabt. Dann haben wir hier die Stadt. Dieser Pfeil rüber, weiß nicht genau, was der bedeutet. Ah ja, okay, dass da drüben noch weitergeht. Okay, cool. Das ging vorher nämlich nicht. Okay, Stadt hat mal Artistenwagen. Im Artistenwagen dreht sich alles um das Management deiner fabelhaften Truppe. Diese Darsteller sind momentan bei dir angestellt. Genau, wir haben den Moppy, den Kamai und Sunny Russell. Mit dieser Schaltfläche kannst du das Deck des ausgewählten Artisten bearbeiten. Für gewöhnlich kann ein Artist bis zu 5 Karten in seinem Deck haben. Es gibt jedoch auch Ausreißer nach unten und oben. Wir haben hier die drei Artisten und wenn wir auf Bilden gehen, können wir das Deck bearbeiten. Ich könnte jetzt eine Karte rausnehmen, aber warum? Außer es ist was Negatives zum Beispiel, könnte ich das rausnehmen. Wenn er eine weitere Karte kriegt, dann könnte ich sagen, okay, was weiß ich, der Feuerfurz, der ist nicht so wirklich relevant. Dann gebe ich den weg und gebe einen anderen rein. Dann haben wir noch den Kamal mit den seinen Karten, der hat auch 5 Karten. Und Sunny Russell hat auch 5 Karten. Ich glaube, ich kann die Charaktere nicht umbenennen, was ein bisschen schade ist. Und ja, wir haben die Marotte verringert den Fokuswert aller Karten des Artisten um 3. Das heißt, der ist schon mal, der Fakir hat leider einen Malus bekommen. Das ist nicht ganz so cool. Er ist jetzt ein Scharlatan und hat ein bisschen einen Abzug. Wir haben 6 belegte Slots, also 6 mögliche Slots und haben 3 belegte Slots im Moment. Next one, Trainingswagen. Im Trainingswagen kannst du die Fähigkeiten deiner Artisten verbessern. Bedenke, dass nur Mitarbeiter mit genügend Erfahrung trainieren können. Diese findest du oben auf der Liste. Genau, wenn jemand 150 hätte, könnte er trainieren. Aber unsere haben alle nur 53. Drücke die Schaltfläche, um den Artisten zu trainieren. Und während des Trainings kannst du zwischen neuen Karten und Aufwertung für vorhandene wählen. Durch Aufwerten erhältst du die Option Neuverteilung. Also wenn wir den Trainingswagen aufwerten, gibt es eine Neuverteilung, wenn ich mit den Trainingsergebnissen nicht zufrieden bin. Okay, gut. Dann fragen wir uns doch, was soll dieser Trainingswagen sein? Schauen wir erstmal in den, also die Aufwertung, schauen wir erstmal in den Rekrutierungswagen. Wir kommen nämlich gleich zu den Aufwertungen. Rekrutierungswagen, das ist der Rekrutierungswagen. Hier kannst du deinen Zirkus vergrößern, indem du neue Artisten anheuerst. Jederzeit nachsehen, welche Artisten in der Region verfügbar sind. Jede Stadt hat unterschiedliche Darsteller anzubieten, aber es gibt keine Garantie, dass du immer jemanden findest, der sich dir anschließen möchte. Mhm. Das finde ich ganz cool. Ich mag einfach sowas. Ihr kennt mich ja von meiner Art der Spiele, die ich mag. Ich mag immer solche Sachen, so randommäßige und neue Leute entdecken und anheuern und das Beste versuchen, so zu min-maxen und zu schauen, okay, passt der noch super in die Show rein und was fehlt da noch? Das sowas finde ich immer toll. So unterschiedliche Charaktere, nicht immer nur dieselben 3 Charaktere, die vom Anfang bis Ende dasselbe Abenteuer erleben, sondern so ein bisschen Abwechslung. Finde ich immer geil. Dieser Abschnitt
wertvolle Informationen über den Kandidaten bereit, achte vor allem auf Marotten. Sie können sich positiv oder negativ auf die Leistung des Kandidaten auswirken, wie wir es gerade hatten bei dem Kamal und seiner negativen Marotte. Außerdem kannst du über die Karten des Kandidaten die anzeigen lassen. In dem Zirkus gibt es nicht allzu viel Platz, genau das hatten wir auch schon. Und wir sehen zwei Leute, die wir engagieren könnten. Zwei Luftakrobaten. Haben wir schon? Ne, Luftakrobat haben wir noch keinen, theoretisch. Wir haben den Clown, den Fakir und eine Jongleurin. Luftakrobat wäre neu. Sapphire the Heavenly irgendwas und Princess the Beauty. Und wir haben verschiedene Karten. Und verschiedene Fähigkeiten. Fokus ist auf 10. Der echte Name, den haben wir auch da. Pessimist klingt schon mal nicht so geil. Verringert den Finalewert aller Artistenkarten. Wow, von allen auch noch. Na krass. Und Glaskanone erhöht die Fähigkeit, Eindruck und verringert erhaltenes Ignorieren zu Beginn der Show. Verringert erhaltenes Ignorieren. Klingt nicht ganz so geil. Ich glaube, die Sapphire wird es nicht werden. Und dann haben wir noch da, erfrischt, verringert den Wert, der für die Ausführung des Finales benötigt wird. Das ist gut. Und inkompetent, klingt schon mal nicht so gut, verringert den normalen Fokuswert, der durch Mischen des Decks heruntergesetzt wird. Den normalen Fokuswert, der durch Mischen des Decks heruntergesetzt wird. Das ist das, was 5 Fokus kostet, glaube ich, und damit schon mal die halben Lebenspunkte. Das heißt, wenn das noch krasser wird, dann eieiei. Wir haben zwar noch nicht mischen müssen, weil wir noch genug Karten eigentlich haben, um bisher zurechtzukommen. Aber man weiß ja nie. Wir haben zwar, könnten schneller fertig werden durch den Wert, der reduziert wird, den das Finale benötigt. Wir wissen leider nicht, um wie viel sich's reduziert. Das steht leider nicht da. Es ist jetzt einer, der sich reduziert. Also vorher hat man 20 gebraucht und dann braucht man nur mal 19, oder was hat es da auf sich? Weiß man nicht. Das sind leider die einzigen, die wir hier engagieren könnten. Genesungswagen. Auf deinen Reisen sammelst du Artisten. Sammeln deine Artisten neue Segen, positive Karten und Flüche, negative Karten. Hier kannst du die negativen Karten loswerden. Ein Artist mit dem Fluch ist in der Leiste immer markiert. Hier kannst du eine Karte wählen, die du entfernen möchtest. Und oh je, der hat Corona, glaube ich. Drücke die Schaltfläche. Bestätigen. Gut. Das heißt, Sunny ist aktiviert. Segen und Flüche. Beim Kamal haben wir nichts zu meilen, offenbar. Weil der nur eine Marotte hat. Und keine Karten. Diese Bandage hier, Segen und Flüche. Könnten wir jetzt heilen für 200 US-Dollar. Mische eine zufällig verworfene Karte ins Deck. Ich weiß noch immer nicht, was genau das sein soll. Zufällig verworfene Karte ins Deck. Das ist doch eh gut, oder? Weil wenn eine Karte verworfen ist, kommt sie wieder ins Deck rein. Das ist ja geil. Und wahrscheinlich dieses Pfeil nach oben bedeutet doch, dass es geil ist. Bandage ist zwar nicht so geil, aber... Aber wieso sollte ich die jetzt heilen? Das kostet mir 200 und ich habe was Positives weg. Das checke ich nicht so ganz. Also ich werde es nicht machen. Ich glaube, es ist was Positives, weil ein Pfeil nach oben ist. Das klingt erstmal positiv. Also lass mal's. Voodoo-Wagen. Im Voodoo-Wagen kannst du Marotten verwalten. Ah ja, genau, damals dann Kamal dann. Ist der Liste deiner Marotten. Mhm, genau, passt. Achso, genau, ich kann sie übrigens löschen, dann ist sie weg. Falls du sie behalten möchtest, sperre sie. Und du kannst die ausgewählte Marotte auch kopieren und einem anderen Artisten geben. Klicke dafür auf die Kopieren-Schaltfläche. Das ist auch sehr interessant. Das könnte es wirklich sehr spannend machen, weil ich dann die Leute so designen könnte, wie ich möchte. Aber ich muss halt auch Glück haben und die richtigen Marotten haben. Bei dem Kamal zum Beispiel. Das werde ich jetzt nicht sperren, weil mag ich ja loswerden. Ich werde es auch nicht kopieren für wen anderen, weil dann wäre es ja ganz schön kacke. Kostet nur 100 US-Dollar, um das zu löschen. Machen wir das. Ja, wollen wir machen. Scharlatan, kommt weg.
Küchenhauswagen. Diese Geschichte. Willst du, dass deine Artisten immer satt und zufrieden sind, dann besuch den Küchenhauswagen. Alle verfügbaren Rezepte sind hier aufgelistet. Du kannst den Wagen aufwerten, um weitere zu entdecken. Die Effekte deiner geben Auskunft darüber, wie sich das Gericht auf der zuvor erklärten Parameter Zufriedenheit, Gesundheit und Ernährung auswirkt. Bevor du mit dem Kochen beginnst, musst du auf die richtigen Zutaten oder Gerichte achten. Beachte, dass sich die Preise je nach Stadt unterscheiden. Oh, okay, auch interessant. Drücke auf Kochen, um das Gericht zuzubereiten. Gut, wir haben hier nichts mehr, Menge 0. Und wir können diese Sachen hier craften quasi, kaufen. Eine rote Bohnen-Eintopfsuppe, ein Apfelbrot, gekochte Kartoffel, warme Milch und Pökelfleisch. Und das hat unterschiedliche Bedürfnisse oder Anforderungen. Für die rote Bohne brauchen wir 2 Bohnen. Die können wir kaufen und danach können wir kochen. So viel ich sehe, haben wir schon rote Bohnen. Das heißt, ich könnte hier einfach kochen. Und das hier kann ich auch kochen, das Apfelbrot. Können wir noch einmal kochen? Passt. Dann haben wir schon mal die roten Bohnen und das Apfelbrot. Und all das hat natürlich unterschiedliche Werte, die wir da unten sehen mit den Effekten, die hierbei leider wieder nicht erklärt werden. Das heißt, man müsste eigentlich wieder in den Reisescreen gehen, um zu sehen, was das bewirkt, um dann wieder zurückzugehen und um dann zu schauen, was man braucht. Ja. Yeah. Wir haben noch einiges Geld, das sieht ganz gut aus. Das heißt, ich werde auf jeden Fall mal Kartoffel kaufen. Dann kochen wir das auch noch. Die warme Milch kostet uns 2. Kochen wir das auch. Und das Pökelfleisch. Da brauchen wir 2 dafür. Das kochen wir auch noch. Wir haben ja die Kohle und dann haben wir ein bisschen was zum Essen und können uns dann überlegen, was wir brauchen. Bizarrer Bazaar. Auf dem Bizarren Bazaar findest du Kuriositäten. Das ist dieser Echsenmensch, der nur ganz kurz aufgeploppt ist am Anfang der Vorstellung und dann wieder abgehauen ist. Kuriositäten haben verschiedene Fähigkeiten, die du während der Show einsetzen kannst. Finde weitere Kuriositäten, indem du Quests und abschließt oder erfolgreiche Shows in einigen Städten abhältst. Richtig nice. Ja, das ist auch wieder cool. Was zum Freischalten. Liebe ich einfach. Da haben wir einiges zum Freischalten. Wir sehen schon so grob, was es da alles geben könnte. Also da sehen wir wohl Zwillinge. Das sieht ein bisschen ungesund aus hier. Ein Zombie oder sowas vielleicht. Wuschelpeter. Ja. Könnte einiges dabei sein. Gut. Wagen des Zirkusdirektors. Im Wagen des Zirkusdirektors, deinem persönlichen Reich, verwaltest du den gesamten Zirkus. All deine Wagen sind hier aufgelistet. Wähle einen aus, um die Aufwertungsmöglichkeiten zu sehen. Hier sind die verfügbaren Aufwertungen für den ausgewählten Wagen. Jedes Mal, wenn du einen Wagen aufwertest, erhöhen sich die Kosten für alle zukünftigen Aufwertungen. Überlege dir also die Reihenfolge deiner Investitionen. Genau. Und wir haben hier jetzt 6 verschiedene Wegen. Den Genesungswagen. Dieser wird von Oma Betty geführt. Okay, ist völlig egal. Niemand weiß, wie alt sie ist. Bla bla bla. Um den Artisten zu heilen oder es zu versuchen mit den Segen und den Flüchen. Okay, dann wissen wir, die eine hat einen Segen mit ihrer Bandage. Bandage ist gut. und ich könnte das jetzt aufwerten. Wenn ich jetzt das erste nehme zum Beispiel, wird das zweite teurer. Mehr Segen erhöht die Chance, während der Show weitere Segen zu erhalten. Weniger Flüche verringert die Flüche und günstige Heilung senkt die Preise für die Entfernung negativer Effekte. Dann haben wir den Trainingswagen. Neuverteilung. Du kannst doch einmal würfeln und andere Karten ziehen. Das aber dann allerdings erst, wenn jemand aufsteigt. Und wir haben eh vorher gesehen beim Training, wie lang das noch dauert. 53 von 150. Das kann noch sehr lang dauern. Also den Trainingswagen. Das hier finde ich dabei noch nicht so clever mit der Neuverteilung.
Höhere Stufen erhöht die maximale Stufe des Artisten und aufgewertete Karten erhöht die Chance, eine bereits aufgewertete Karte zu erwerben. Okay. Dann aber auch erst beim Level Up, oder? Was ich ein bisschen vermisse, ist so eine XP-Erhöhung. Das wäre ganz nice. Die Fähigkeit, schneller zu leveln. Rekrutierungswagen. Mehr Kandidaten erhöht die Anzahl der Kandidaten, die dem Zirkus beitreten wollen. Zusätzliche Karten erhöht die Chance, dass die Kandidaten mehr Karten besitzen. Das heißt, dass die mehr als 5 Karten zum Beispiel besitzen. Und bessere Karten erhöht die Chance, dass die Kandidaten bessere Karten besitzen. Weiß jetzt nicht genau, wo der Unterschied ist in der Qualität der Karten. Ob das dann irgendwie eine andere Farbe hat, wenn es bessere Karten sind. Ob man das irgendwie auf einen Blick sieht oder sich einfach hier komplett durchlesen muss. Dann haben wir den Küchenwagen, neue Rezepte. Juhu, erhöht die Chance, dass mehr als ein Gericht während des Kochvorgangs hergestellt wird. Leider steht wieder nicht dazu, wie viel Prozent das erhöht wird. Günstigere Preise senkt die Preise von Zutaten. Und ich vermute einfach mal, dass man das dann 5-mal machen kann, das hier 3-mal und das hier 4-mal. Und je nachdem, wenn ich einmal draufklicke, wird es teurer. Dann der Voodoo-Wagen. Geringe Kosten senkt die Kosten für die Verwendung des Voodoo-Wagens. Voodoo war das mit dem Marotten. Mhm. Positive Marotten erhöht die Chance, positive Marotten durch Shows zu erhalten. Und 2 gesperrte Marotten. Artisten dürfen bis zu 2 gesperrte Marotten haben, statt nur einer. Okay, die quasi gesperrt sind, die nicht abgezogen werden können. Wagen des Zirkusdirektors. Größeres Zirkuszelt bietet Platz für mehr Zuschauer. Okay, interessant. Dabei sind es, glaube ich, nur 2 Zuschauer. Kann das sein? Kann das sein? Ich sehe sie jetzt leider nicht. Aber nämlich, die Show ist nämlich nicht verfügbar. Alle Ruhmesterne gesammelt. Das heißt, ich kann hier gerade nichts machen. Ich kann es mir auch nicht anschauen. Wir hatten noch 2 gesehen, die wir beeindrucken mussten. Aber es war noch ziemlich voll gefüllt. Also da war noch Platz, da waren noch andere Leute. Die müssten wir halt nur nicht beeindrucken. Jetzt ist halt die Frage, wenn ich das hier erhöhe, bedeutet das, dass wir dann 3 beeindrucken müssen von denen, die da sind, oder dass sich die Anzahl der Leute, die da sind, einfach erhöhen? Größere Truppe, du kannst mehr Artisten engagieren. Ah, nice, statt 6 dann mehr. Jetzt noch nicht relevant. Und Lupe ermöglicht es dir, da größere Bereiche zu entdecken. Auf der Karte dann. Da eine Lupe und bam, wir hätten gleich mehr aufgedeckt. Okay. Also was für mich sehr interessant ist, das habe ich eh vorher schon erwähnt, ich stehe einfach drauf, mehr Kandidaten zu haben. Finde ich einfach ganz geil. So habe ich mehr Auswahlen. Deswegen werde ich das hier mal aufwerten. Kostet 200, das würde alles 200 kosten. Ich gehe auf Aufwerten. Wir sehen, jetzt habe ich 1 von 3 und jetzt kostet es 400. Krass. Einfach mal krass verdoppelt. Heftig. Größeres Zirkuszelt bietet Platz für mehr Besucher. Das heißt, es wird schwerer. Das ist am Anfang vielleicht gar nicht so clever, dass es schwerer wird. Aber wir würden halt auch mehr Geld kriegen. Tja. Tja, 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 tja. Küchen, mehr Rezepte wäre vielleicht auch nicht schlecht, weil es nämlich auch nur 100 kostet. Könnte man einfach mal aufwerten. Und wir sehen Seite 2. Kartoffelomelette, Käsesuppe und Schinkensandwich. Das haben wir jetzt auch noch. Das ist zumindest mal gar nicht so verkehrt, weil schon mal 2 positive Geschichten auch dabei sind. 2, 2, minus 2. Ja, da haben wir zum Beispiel 2 negative. Da hätten wir
Zwei positive. Ich glaube, diesen Teller mochte ich ganz gerne. Minus 5, das ist aber schon krass, die Käsesuppe. Die Käsesuppe, liebe Leute. Ah, kochen wir uns die mal. Okay, ein bisschen Kohle haben wir noch. Meister geht gerade drauf durchs Kochen. Okay, Rekrutierung. Wir haben... Oh, geil. Das zählt das auch für diese Stadt. Das ist mal nice. Wir haben nämlich jetzt einen neuen, den wir rekrutieren können. Oder eine neue. Ruby the Songbird. Als Egoist andere Artisten erhalten eine verringerte Menge ignorieren und die Fähigkeit ignorieren des Artisten wird zu Beginn der Show um 3 verringert. Ängstlich und Egoist. Ich glaube, das wird nichts mit uns, Ruby. Sorry. Ja, jetzt haben wir eine Stunde erreicht und wir sind gerade mal mit dem Tutorial durch, sage ich mal. Denn jetzt haben wir da sämtliche Infotexte bekommen, soweit ich weiß, und können jetzt eigentlich richtig ins Spiel rein loslegen. Ich würde sagen, wir reisen nach Spokane. Da gibt es übrigens den Balken. Ich weiß nicht genau, wie sich dieser Balken füllt oder was da passiert, wenn der voll ist. Weil Shows können wir keinen mehr abhalten. Alle Ruhmesterne sind gesammelt. Das heißt, wir haben hier diese 3 von 3 gesammelt. Theoretisch braucht man daher nicht mehr zurückkommen, aber es gibt hier einen Fortschrittsbalken. Weiß nicht genau, ob sich das vielleicht dann resettet oder so. Wird man merken. Okay, reisen wir einfach mal in die nächste Ortschaft nach Spokane. Und es gibt hier Raufbolde. Jetzt müssen wir überlegen, was wir essen. Eine benötigte Mahlzeit. Und wir können jetzt aussuchen, was wir uns dazu führen. Die Kuriositäten können während der Show nicht eingesetzt werden. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich kacke. Das heißt, ich würde auf die Ernährung gerne achten. Fünf, das würde gleich bleiben. Was ist das jetzt? Was habe ich da jetzt genommen? Achso, diese rote Beete-Geschichte. Rote Bohnen. Minus 3 und 5. Die Gesundheit. Wieso wird die Ernährung? Also das hat keinen Einfluss auf die Gesundheit. Das heißt, die bleibt bei 5. Ist ja mal nicht so verkehrt. Die Zufriedenheit geht runter, bewirkt, dass die Gunst schneller verschwindet und verringert den Eindruck aller Artisten zu Beginn der Show um 3. Ja, es ist nicht ganz so geil. Was haben wir sonst noch für gute Ernährung? Wo der Rest nicht ganz so leidet. Verringert die Anzahl der Karten, auf die Artisten während der Show besitzen. Verringert die Anzahl der Karten, die alle Artisten während der Show besitzen um 1. Für jedes Malus-Dingens? Auch nicht ganz so cool. Also Ernährung und Gesundheit wäre schon was nicht so schlecht wäre. Sag ich mal. Na komm, erstmal halt diesen rote Bohnen-Eintopf und leg mal los. Oh! Das ist neu. Da passiert was. Da passiert was. Die Show ist vorbei und ihr genießt den nachmittäglichen Schatten im Zirkusteil. Es wird geredet, gelacht und eine Flasche Old Osha herumgereicht. Einige Leute scheinen jedoch nicht mehr Unterhaltung zu erwarten. Okay. Lass die Artisten auftreten. Das bringt uns Geld. Moppy, der Clown, neue negative Marotte, besuchte Städte 3. Also der Clown kriegt eine negative Marotte, besuchte Städte 3. Ist das jetzt schlecht? Aber wir kriegen auf jeden Fall Geld. Oder lasst die Artisten ihren Feierabend genießen, Kosten aller Zutaten steigt.
Besuchte Städte 3, alle Artisten, Finale, alle Karten, besuchte Städte 3. Feierabend. Die Leute grummeln und gehen davon. Sie werden sicher kein gutes Haar an deinem Zirkus lassen. Die Artisten dagegen sind sehr glücklich darüber, dass ihre Bedürfnisse dir wichtiger sind als Geld. Natürlich, also ganz ehrlich. Okay, was haben wir denn da jetzt? Haben wir da jetzt irgendwelche Marotten oder tolle Sachen? Durch das, was wir gerade gemacht haben? Nicht wirklich, oder? Sie haben auch keine negativen Marotten davon getragen. So richtig was Geiles sehe ich gerade nicht, was daraus entstanden wäre. Anyway, okay, Rekrutierungswagen. Wir haben Funny Chicky, ein Clown, Dirty Forzen und Gugu, der Amusing Clown. Okay, was kann Funny Chicky? Egoist, fängt schon mal gut an und nicht lustig. Wow. Wollen wir gleich weiterlesen. Optimist, das klingt gut. Erhöht den Finalewert aller Artistenkarten und verringert den Fokuswert aller Karten des Artisten um 3. Das ist die Geschichte, die der farblich pigmentierte auch hatte. Und was war da? Angsthase erhöht die vom Artisten erhaltenen Verhöhnungswerte und die Anzahl Eindruck des Artisten wird zu Beginn der Show um 3 verringert. Na wow, das heißt, das ist richtig kacke. Der wäre okay, könnte man nehmen und dann müsste man halt Scharlatan loswerden. Ja, und von den Karten her hat der Feuerfurz, also Furz, Kunststück, Gang, Clownsjagd und Schweben. Furz. Untröstlich, noch ein Witz, wie der Clown sagt. Okay, er hat andere Karten auf jeden Fall als der Clown, den wir haben. Und das finde ich ganz nice, weil es halt wirklich dann so spannend wird und man sich dann denkt vielleicht, boah, der hat aber super geile Karten, die möchte ich unbedingt haben. Da hat aber vielleicht negative Fähigkeit, das heißt, ich muss erst an den Marotten arbeiten und erst loswerden und ihn voll zu entfalten, aber er hat super Karten, mit denen kann ich gut arbeiten, also echt cool. Und dann diese verschiedenen Kosten, also diese verschiedenen Artisten, diese, was sie halt alles können, das ist schon nice. Das finde ich schon ziemlich cool. Hier übrigens sehen wir jetzt den Fortschrittsbalken, den ich vorher angesprochen habe. Weiß nicht, warum der jetzt um ein Drittel gefüllt ist. Der war ja vorher bei Null, wie wir weggereist sind. Also ich vermute einfach mal, dass man danach dort wieder auftreten kann. Maybe. Das weiß man nicht. Wäre auch interessant, wenn ich dort jetzt wieder hinreise, ob es jetzt andere Leute gibt. Oder ob immer dieselben Leute dort verfügbar sind. Cool wäre es natürlich, wenn es andere gäbe, weil dann könnte ich immer hin und her reisen und erstmal mir eine coole Truppe aufsammeln, bevor ich dann richtig weitermache. Okay, so viel Geld haben wir nicht mehr, ich würde sagen, und so viel Zeit haben wir auch nicht mehr. Ich würde sagen, wir treten auf in Spokane, hä? Denn darum geht es ja, um das Auftreten, nicht hier die ganze Zeit um irgendwelche Marotten oder irgendwas kochen, sondern um den Auftritt an sich. Und da haben wir natürlich den Moppy und den Kamal, der sich wieder die Augen auskratzt. Die Sunny Russell. Kuriositäten haben wir auch, dürfen wir verwenden, wenn wir was Gutes gegessen haben. Und dann haben wir noch das Finale mit dem Rad. Aktive Effekte, yep. Irgendwo können wir noch einstellen, wie viel Geld wir haben wollen. Das kommt jetzt, yep. 0 bis 600, okay, ja. 60 bis, oh, da gibt es gar nicht so viel. Da gibt es aber gar nicht so viel. 300 bis 45. Und 360 bis 600,
Ja, mei, müssen wir machen. Spokane ist jetzt nicht so der Hammer, offenbar. Vielleicht steht das sogar irgendwo da bei der Stadt, so beschrieben. Hey, da gibt's nicht ganz so viel zu holen an Ticketverkäufen. Maybe. Genau, und das ist das, was ich vorher gemeint hatte. Wenn wir jetzt den Zirkuswagen erhöhen, wir sehen ja hier einige Leute, die stehen halt nur alle nicht auf. Wenn wir jetzt den Zirkuswagen erhöhen, sind dann 3 Leute, die es da zu beeindrucken gibt. Das weiß man nicht, ne? Okay, und wir sind die Raufbeute und der Knüppel. Und die haben was vor, nämlich von dem anvisierten Zuschauer werden 10 ignoriert. Das heißt, wenn wir den irgendwie beeindrucken wollen, dann spannt er einen Schirm auf und sagt, nö, interessiert mich nicht, ich gucke gar nicht hin, ich will mir das gar nicht anschauen. Und das geht dann quasi ins Leere, wenn wir den versuchen zu beeindrucken und er selber verhöhnt unseren Kamal, der jetzt ganz außen steht, um 5. Also die Reihenfolge der Leute, weiß ich noch nicht, wie relevant das ist. Gemütslage haben wir da. Gut, ich weiß auch nicht, warum das hier manchmal in Rot steht und manchmal nicht. Vielleicht steht es in Rot, weil es beeinflusst wird. Maybe. Okay, 4 Eindruck, Stapel, Jongierball, X ignorieren, wobei X die Karten auf der Hand sind. Genau, das könnte ich gleich mal machen. Entfernt alle Jonglierbälle, das bringt uns gar nichts, weil wir haben noch keine. 2 Eindruck, Stapel, Jonglierball und die nächsten Karten haben 3 Finale. Wir machen erstmal das Ignorieren und die Karten auf der Hand. Das heißt, der Kamal, der wird ja attackiert, der ignoriert mal zu 12, was sich perfekt ausgeht. Da steigt er runter von seinem Nagelband. Stapel Jonglierball. Dann fangen wir doch mal an. Zum Beispiel mit ihm. Denn der da hinten spannt ja seinen Regenschirm auf als nächstes. Das wissen wir jetzt schon, dass der das als nächstes vorhat. Der linke allerdings noch nicht. Das heißt, ich werde den linken gleich mal bearbeiten. So viel es geht, damit ich da in der nächsten Runde auch weitermachen kann. Und den schon mal ordentlich runterkriegen kann. Entfernt 2 haben wir noch. 4 Eindruck, Stapel Jonglierball und entfernt alle Jonglierbälle. Die nächsten 3 Karten haben 3 Finale. Dann spiele ich das auf sie. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen, aber egal. Und 4 Eindruck, das ballern wir auch auf ihn. Und wir stapeln einfach fleißig Jonglierbälle. Weiter geht's. Nächster Turn. Der spannt den Schirm auf. Den hat er jetzt aktiv. Es ist auch ein bisschen schwer zu lesen, da habe ich mir am Anfang sehr schwer getan. Weil man sieht hier einen Schirm und man sieht hier einen Schirm. Und ich dachte, das heißt genau dasselbe. Er hat einfach einen Schirm aufgespannt, weil man sieht den Schirm ja auch nicht. Dachte, okay, dann ist er halt, weil es der links ist, ist der Schirm links und weil der rechts ist, ist der Schirm rechts. Aber es bedeutet einfach, in dieser Runde hat der schon den Schirm aufgespannt, der rechte. Der linke möchte ihn erst nächste Runde aufspannen. Der rechte möchte unseren farblich pigmentierten angreifen für 5 in der nächsten Runde. Und wie gesagt, der möchte blocken. Dabei blockt aber noch nicht. Das heißt, den können wir noch schön beeindrucken auf der linken Seite. Mische zufällige Karten. 5 ignorieren. Stapelt einen Jonglierball. 5 ignorieren wäre ganz gut, weil der Kamal eher dahingehend was bräuchte. Genau, dann spreche ich das auf den Kamal. Die kriegt noch mehr Jonglierbälle. Und die finale Wertgeschichte ändert sich auch durch das Auffüllen. Schon 8 Finale hier. Okay, 2 brauchen wir noch. Dann gibt es eine tolle Aktion hier mit dem 15 Eindruck. Idealerweise wird es halt jetzt den linken treffen. Wir haben noch 2 Vitalität. Mische die Karten, erhöhe zusätzlich. Dann wirke auf alle 1 Eindruck pro Karte auf der Hand und verringert. Oh, das können wir uns nicht mehr leisten.
Das kann man sich nicht mal leisten. Ja, das hätte auch 3 gekostet, das bringt auch nicht viel. Um 1. Dann hätte das 1 gekostet, könnte man es nicht leisten. Das 1 könnte man es auch nicht leisten. Okay, zusätzlich 1 ziehen. Machen wir das einfach mal. Dann haben wir zwar ein bisschen was verballert, dann haben wir halt statt, also wir bräuchten eigentlich nur noch 2 an Finale. Aber ja gut, dann machen wir es damit vielleicht. Okay, machen wir es so. Machen wir es einfach so, liebe Leute. Wirkt auf alle 3 Eindruck. Er hier war davon nicht beeindruckt, denn der Regenschirm zählt ja als Schild und der war vorher bei 10 und der ist jetzt bei 7. Das ist quasi seine Verteidigung. Okay, 18 von 20. Eigentlich hätte ich mir jetzt gedacht, dass da was passiert, dass wir jetzt auf 20 kommen, aber nö, dann nicht. Dann ziehen wir halt noch eine Kartenhand. Und machen es jetzt richtig voll. 15 Eindruck. Da geht eh nichts mehr. Dann let's go. Hoffen wir, dass es den linken erwischt. Der rechte wird halt ein bisschen was abblocken. Yes. Da setzt er sich hin. Tschüss. Okay. Der rechte, der steht noch. Der möchte ja den ihn hier, den Kamal, verhöhnen. Das wird ihm aber nicht gelingen. Das prallt einfach von dem seinen Schirm ab. So, er möchte jetzt wieder einen Schirm aktivieren, hat im Moment aber keine Abwehr. Hat jetzt 20 von seinen Resistenzwerten. Und wir können uns einfach überlegen, was wir weitermachen. Mischen die Karten vorhanden ins Deck. Wieder gemischte Karte. 1 für jede untergemischte Karte ziehen. 4 ziehen. Oh, da ist die Bandage. Das geht nur beim Clown. Na, schade. Was nämlich cool wäre, sie hat ja diese geile Karte, wo sie ihre Jonglierbälle los wird und dementsprechend mächtig Damage reinhaut. Die wäre jetzt richtig cool. Die hätte ich jetzt richtig gerne. Aber die haben wir nicht. Okay, wirkt auf alle X ignorieren, wobei X das Doppelte der Anzahl Karten auf der Hand ist. Ist ignorieren. Ignorieren braucht man eh nicht, weil er greift die Runde nicht an. X Eindruck, wobei X eine Vitalität aller Karten auf der Hand ist. Das ist ja cool. 5 Eindruck für die Vitalität aller Karten auf der Hand. Vitalität aller Karten. Das heißt, wir haben 1, wir haben 3, wir haben 4 und 5, weil die Bandage nicht zählt. Und 1 ignorieren, wo wir, okay, ignorieren brauchen wir nicht. Ja, dann machen wir das mit dem Eindruck. 5 Eindruck, kann nicht schaden. Zack. Wir rahmen uns die Messer in die Augen und der freut sich. Ja, why not? Wäre übrigens interessant, wenn das auf Minus geht, ob das auch möglich ist. Ja, der Eindruck. Okay, 1 haben wir noch zur Verfügung. Feuerfurz. So richtig was anderes. Okay, das wird uns 5 geben. Ist auch nicht so schlecht, dann machen wir halt das. Dann ignorieren wir halt, das bringt eh im Moment nichts. Ist uns ja völlig egal. Ignorieren ist uns wurscht in dem Fall. Wichtig sind uns eigentlich die 5 Finalwert. Next turn. Da kommt der Regenschirm. Jetzt möchte er den Clown angreifen. Verhöhnen für 5. Und er hat seinen Regenschirm aufgespannt. Das heißt,
10 müssen wir schon mal loswerden und danach nochmal 15. Nix ignorieren. 12 ignorieren? Oh. Okay, krass. Fünf ignorieren, 12 ignorieren. 5 ignorieren reicht eigentlich. Und die Bandage ist jetzt die ganze Zeit auf der Hand, oder was? Mischt eine zufällig verworfene Karte ins Deck. Ist da jetzt schon was verworfen von denen? I don't know. Ja, aber das reicht aus. 5 ignorieren reicht aus, weil der nur um 5 angegriffen wird. Und wir stapeln einen Jonglierball und haben dann schon 5 fette Jonglierbälle. Und dann kann ich das Ganze auf einmal auslösen und mega Damage machen. Wenn das irgendwann mal klappt. Zweieindruck stapelt einen Jonglierball, das machen wir natürlich auch. Wird natürlich abprallen jetzt an ihm, an seinem Schild. Aber wir stapeln einfach Jonglierbälle. Wir haben noch 2 Vitalität. Dann könnte ich eigentlich beide spielen. Machen wir 6 ignorieren. Komm, machen wir das auch noch auf den Clown. Und den Feuerfurz können wir auch noch machen. Da geht es sich gerade nicht aus mit dem Finale. Eieieiei. Mische die Karten von der Hand ins Deck. Mische die Karten von der Hand ins Deck. Eine ziehen. Ah, Feuerfurz. Das will ich jetzt sehen. Oh, schade. Kein Feuerfurz. Okay, machen wir weiter. Schade. Knapp da daneben. Sieben von zehn. Ich weiß nicht genau, warum die jetzt Leben verloren haben. Müsste ich mir jetzt nochmal anschauen, warum. Ob das daran lag, mit dem Durchmischen, haben wir jetzt das Deck durchgemischt und deswegen würde man normal 5 Schaden kriegen, oder lag es an irgendwas anderem, dass die 5 Schaden bekommen haben und er hatte die Verteidigung, deswegen hat er weniger Damage bekommen. Vielleicht. Maybe. Okay, wir haben wieder nur lauter Karten von dem ersten und dem dritten. Er hat keine Verteidigung. 7 Eindruck würden wir machen. Mit der Vitalität. Wirkt auf alle ignorieren. Ignorieren brauchen wir theoretisch nicht. Mischt 5 zufällige Karten vom Ablagestapel ins Deck. Aber ganz schön teuer. Legt auf alle 1 Eindruck pro Karte auf der Hand. Und das hier wäre eigentlich ganz nice. Theoretisch reicht das sogar schon aus. Machen wir mal x Eindruck, dann gibt es mal 7 Eindruck. Und dann haben wir das Finale fertig und dann kann ich das Finale eigentlich gleich zünden. Sind wir uns ehrlich? Machen wir mal das Finale und sollte der aus irgendeinem unempfindlichen Grund immer noch stehen, können wir dann immer noch den Rollerbollersturz machen. Da lachen sie. Der Vorhang geht zu. Und wir bekommen mega Erfahrung, verdienen ja, 388 immerhin. Gibt ein bisschen Erfahrung. Scharlatan, ach come on, ist der Clown ein Scharlatan geworden? Das heißt, jetzt müssten wir das wieder heilen. 753 Geld haben wir zur Verfügung. Wenn ich jetzt auf Rekrutieren gehe, haben wir immer noch dieselben. Funny, Dreary und Gugu. Okay. Und da haben wir wieder einen Fortschrittsbalken, was auch immer der aussagt. Okay, wenn wir jetzt nach Walla Walla reisen würden wollen,
würde das bedeuten, da gibt es Gesetzlose übrigens, genau, dass wir zwei Gerichte bräuchten, weil wir hier durch zwei Städte reisen würden. Wir könnten natürlich auch nur nach Helena, da gibt es zwei verschiedene Arten von Bösewichten. Nach Portland, uiuiui, heftiges Publikum hier. Da geht es aber ganz schön ab. Helena oder wie gesagt nach Seattle zurückreisen, um einfach mal zu schauen, ob sich denn die Leute ändern, die wir rekrutieren können. Wäre vielleicht ganz interessant. Ich mache das einfach mal. Ich reise nochmal nach Seattle. Dann hauen wir uns irgendwas rein. Boah, minus 13 schon. Uiuiuiui. Minus 4, 5 und 3. Das heißt, wir müssten auf jeden Fall was für die Gesundheit tun. Für die Moment. Wie teuer ist das? 3 Mahlzeiten? 3? Ach so, der will durch alles durchreisen. Nee, das ist nicht ganz so clever. Das ist nicht ganz so clever, reiß vielleicht nur durch eins durch. Wobei, vielleicht macht es sogar Sinn, eine große Reise zu machen, weil man dann mehr essen kann und dann könnte ich hier 5 nehmen und hier 6 nehmen. Das heißt, ich könnte dann mehrere Gerichte aufeinander stapeln. Ich mache das jetzt einfach mal hier zum Spaß. Da hätten wir jetzt 2 Gerichte und wenn ich hier 6 von dem einen nehme und hier 5 von dem anderen, wäre das eigentlich ganz cool, weil ich mit 2 Werten voll ins Positive kommen würde. Hätten wir jetzt noch eine dritte Reisegelegenheit, dann wäre das ja richtig geil. Okay, egal. Nochmal nach Seattle, bitteschön. Und wir hatten gesagt, die Zufriedenheit wollten wir machen. Die Gesundheit und die Ernährung geht runter. Kuriositäten können nicht verwendet werden. Aber mit 1 bedeutet es, dass es gerade noch im Positiven ist, oder? Minus 2 heißt wahrscheinlich, dass es völlig egal ist. Weil es ja trotzdem negativ ist. Zufriedenheit und Gesundheit. Also das ist was, was ich nicht unbedingt brauche. Egal, machen wir das einfach mal. Reiß mal hin. Besuchen. Und jetzt müsste ich mir dann noch einmal anschauen, wie die vorher geheißen haben. Ob das auch die Leute waren. Ich glaube aber, es sind neue. Denn dass 2 Emerald heißen, weiß ich jetzt nicht mehr. Könnte ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern. Okay, Pechvogel ist natürlich geil und ängstlich. Wow. Erfrischt und melancholisch. Und Angsthase und unvorbereitet. Boah, Alter, mein Gott. Gott, oh Gott. Wie viel Wahrscheinlichkeit gibt es, dass da Idioten dabei sind? Schon nicht verfügbar, alle Ruhmespunkte gesammelt. Aber der Balken geht hier trotzdem weiter. Okay, na gut, wissen wir das auch. Okay, das heißt, es scheinen unterschiedliche Leute zu sein. Man könnte da wieder zurückreisen und gucken, gibt es jetzt einen neuen, den ich haben möchte, weil ich brauche auf jeden Fall einen Luftakrobaten zum Beispiel. Okay, so, wir sind am Ende vom Weiterspielen. Ich möchte aber trotzdem noch zumindest in eine weitere Stadt reisen. Dann reisen wir doch noch nach Walla Walla zu den Gesetzlosen. Gönnen uns irgendwas zum Essen. Zufriedenheit wäre nicht schlecht. Oh, schau, da ist alles im Positiven. Na, aber hallo. Ha, so eine Käsesuppe, das wär's doch. Spinnenproblem. Oh. Du sprichst nach der Show mit Moppy, dem Clown. Da nähert sich ein stattlicher Mann mit Bart. Ich bin George Marx, stellt er sich vor. Was für ein fantastischer Zirkus. Wie sich herausstellt, ist der Mann ein berühmter Spinnenkundler mit dem Faible für Kunst. Er überreicht dir einen Beutel mit Essen und verschwindet sehr merkwürdig. Behalte das Essen plus Zutaten und Gerichte.
Reisen-Ernährungsleiste. Okay, in zukünftigen Reisen geht die Ernährungsleiste weiter runter. Nee, lieber nicht. Lass das Essen von Moppy überprüfen. Zutaten und Gerichte steigern und Moppy kriegt eine negative Marotte. Und Option nicht verfügbar, Bedingung nicht erfüllt. Moppy kriegt eine Marotte. Ja, komm. Moppy begutachtet das Essen, fickt sich die Essmaus ein Häppchen heraus und lässt alles liegen, was bereits von Spinnen in Beschlag genommen wurde. Einmal besuchen. Wie sieht es jetzt bei Moppy aus? Moppy, oh je, den müssen wir bald loswerden. Scharlatan unzerbrechlich. Verringert das vom Artisten erhaltene Ignorieren. Oh, Moppy. Drei? Heißt es für drei Runden oder heißt es drei reduziert? Och, der Moppy. Der Arme. So, das Erste, was ich natürlich gucke, ist hier wieder rekrutieren. Wir haben Susie, Abel, Lilly und Ruby. Okay, das sind Jongleure. Jetzt wären mir Clowns lieber gewesen, um Moppy loszuwerden. Aber okay. Arm verringert den von einer Show erhaltenen Geldbetrag, falls der Artist aufgetreten ist. Verringert den Betrag, weil sie arm ist? Kriegt sie auch weniger Geld? Okay. Und Pessimist? Wow. Richtig gut. Inkompetent und Angsthase? Nice. Egoist und zerbrechlich? Mein Gott, Leute. Mein Gott. Also ich glaube, ich muss das hier echt bald aufwerten, hier den Rekrutierungswagen. Und muss sagen, wo war denn das? Mit diesen Angsthasen, dass weniger Angsthasen dabei sind. Das gibt's ja nicht. Wo war das? Ich weiß es schon nicht mehr. Gab es da überhaupt eine Möglichkeit? Zusätzliche Karten erhöht die Chance, dass Kandidaten mehr Karten besitzen. Und bessere Chance erhöht die Chance, Kandidaten bessere Karten besitzen. Ja, irgendwo dachte ich, gab es das mit weniger Marotten. Naja, okay. Wie viele Karten haben die denn? Sehe ich das? Also sehe ich, wenn sie mehr als 5 haben? Und sehe ich, ob sie gute Karten haben? Also richtig habe ich jetzt noch nicht rausgefunden. Was ist jetzt eine gute Karte und was ist jetzt eine nicht so gute Karte? Merkt man das irgendwie? Weil es grün ist, ist es anders als lila? Kann das sein? Ich weiß es doch nicht. Ich habe doch keine Ahnung, wie das miteinander zusammenhängt. Aber ja, das ist The Amazing American Circus. Ich bin mal sehr gespannt, wie es euch gefällt. Für mich muss ich sagen, es ist echt nicht so leicht reinzukommen. Jetzt habe ich zumindest schon mal so einen groben Plan, wobei ich halt viele Dinge immer noch nicht check. Was ich richtig nice finde, ist, dass es offenbar sehr groß ist. Eine richtig schöne, tolle Weltkarte mit allerlei verschiedenen Akteuren. Und man muss da vielleicht darauf achten, auf welche Leute man stoßt, wenn man hier zum Beispiel, was weiß ich, Rattenfänger hat und Aussätzige als Leute, die man beeindrucken muss, dann muss man da vielleicht einen Muskelprotz reinstellen. Und den Muskelprotz gibt es aber nur in Denver zu holen. Das heißt, man muss erst nach Denver, um den aufzuleveln und dann nach Carson City, um dort aufzutreten. Immer wieder verschiedene Marotten, wenn man wo reinkommt. Verschiedene Leute, die man rekrutieren kann, die verschiedene Karten haben. Verschiedene positive und negative Sachen. Und so kann man sich das halt wirklich irgendwie cool zusammenspielen und kredenzen. Und am Ende hat man, was weiß ich was, 10 Leute zu beeindrucken oder hunderte Leute und hat dann 6 Artisten, die gleichzeitig auf der Bühne sind und irgendwelche Sachen vollführen. Ich weiß noch nicht genau, wie sich das ausspielt und wie das werden würde. Aber das klingt mega interessant und das finde ich richtig cool. Das finde ich richtig nice.
Der Grafikstil erinnert mich so ein bisschen an Curious Expedition 2, was mich ein bisschen abschreckt, weil ich den nicht wirklich mochte. Aber irgendwie hat er auch was. Irgendwie ist es auch ganz lustig, wie sich der eine mal seine Augen aussticht und die hier mit ihren Bällen immer jongliert. Also das hat schon irgendwie was. Und ich bin halt echt interessiert daran, was gibt's noch für Kuriositäten zum Beispiel? Oder was gibt's für verschiedene Finalarten? Was gibt's für Artisten? So, wie, man sieht ja schon mal grob, was es da alles gäbe an Publikum. Das ist schon mal mega krass. An Artisten und an möglichen Karten. Mega interessant. Was ich nicht geil finde, ist das mit dem Kühl, mit dem Kochen. So. Klar, man muss sich dann immer irgendwie überlegen, okay, ich ignoriere jetzt das eine, um das andere zu nehmen, aber das gibt's eh schon so häufig. Es passieren eh diese random Events auch noch, wenn man von Stadt zu Stadt reist. Das ist ja schon mal ein random Faktor. Dann hat man noch zusätzlich die Marotten, die man sammeln kann nach jeder Vorführung oder die positiven, die negativen Sachen. Hat unterschiedliche Leute, die man engagieren kann. Also da passiert eh schon so viel randommäßig. Und dann hat man noch das mit dem Kochen, wo man dann auch noch sagen muss, okay, jetzt entscheide ich mich dafür. Und dann, ich weiß nicht, es ist ein bisschen zu viel. Und es führt dazu, glaube ich, dass das Spiel relativ schwer ist zum Reinkommen. Ich habe versucht, euch das so schnell wie möglich zu erklären. Deswegen hatte ich vorher schon mal alleine gespielt und schon mal alleine das Tutorial durchgelesen, ein bisschen grob geklickt, damit ich Plan hatte, einen groben Plan, um euch den so gut wie möglich wiederzugeben. Bin aber natürlich da noch kein Profi dahingehend, aber es ist interessant, das Spiel. Es hat Potenzial und ich würde es positiv bewerten, also diese ausgeglichenen Rezensionen. Ich würde schon auf jeden Fall positiv bewerten bei Steam. Ich tue mir ein bisschen schwer mit der Bewertung, weil ich noch nicht so viel gesehen habe jetzt vom Spiel, gefühlt. Ja. Ich würde vielleicht eine 6 geben oder eine 7. Macht ja schon Spaß und unter uns, ich werde das Spiel auch weiterspielen. Ich weiß nur nicht, ob ich ein Let's Play draus machen werde. Aber ich habe schon Bock, jetzt wo ich reingekommen bin, so ein bisschen noch zu gucken, was befindet sich denn wo und was für Artisten gibt es noch und kann ich mir irgendwie eine tolle Truppe zusammen designen. Das würde mich schon sehr interessieren. Da hätte ich schon Bock drauf. Das heißt, ich werde es für mich auf jeden Fall weiterspielen. Frage ist, ob ich es für euch weiterspielen soll. Und von dem her würde ich schon eine 7 vergeben. Mach mal eine 7. Ich vergebe eine 7 und ihr könnt es in die Kommentare schreiben, wie das bei euch ist. Ob ihr oder was ihr vergeben würdet. Was mir übrigens noch ein bisschen fehlt, ist die Info, wen es dort zu rekrutieren gibt in den einzelnen Städten. Weil man sieht das Publikum, aber ich sehe nicht, wer sich da befindet. Das heißt, ich müsste eine Excel-Liste führen und müsste dann dort reinschreiben, aha, in Seattle gibt es also den und den zum Rekrutieren und in Spokane gibt es den und den und das, ja, ne, am Anfang merkt man sich es vielleicht noch, aber später wird es dann halt, glaube ich, ein bisschen crazy, sich das zu merken. Also verstehe ich nicht ganz, wieso man da nicht einfach hier beim Publikum daneben auch noch eine Spalte hat für die Leute gibt's hier zu rekrutieren. Okay, das soll es gewesen sein. Der Eindruck in die Amazing American Circus. Wie gesagt, gerne in die Kommentare eure Bewertung und auch euer Feedback, was ihr, ob ihr mehr sehen wollt. Zum Beispiel ein Let's Play. Könnte ich mir vorstellen, wie gesagt. Eventuell. Und was ihr euch wünschen würdet fürs Spiel. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde die Entwicklung weiterverfolgen. Ich hoffe, da tut sich noch was und die Entwickler sind nicht abgeschreckt von den ja, moderaten Rezensionen. Und da können wir uns noch auf was gefasst machen. Wäre geil. Ich bin raus. Sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Weiterspielen, dem Format, in dem ich euch Spiele vorstelle und euch und mich frage, ob ich es weiterspielen soll. Bis dann. Ciao.